O du fröhliche. Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein Plätzchen zum Schlafen frei? Meine Frau ist hochschwanger und mein Esel ist kalt. Nee. Aber es ist doch Weihnachten, bitte. Schwör ab, nein. Meine Frau ist schwanger. Weg! Oh, du siehst. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Einen wunderschönen guten Tag zur letzten Folge dieser Staffel. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Bevor wir aber über Weihnachten reden, mein kleiner Schnuckiputzi. Ja? Was war denn so in diesem Jahr dein Highlight? Spontan, einfach raushauen. Ja. AfD zieht im Bundestag ein zum Beispiel. Nee. Lass mal reden geht live. Oh, stimmt. Wann, weißt du noch wann genau? Wir wurden geboren, ich glaube am 1., am 30. April oder am 1. Mai. Oh Gott. Ist egal, wir machen einfach den ersten Lass-mal-reden-Tag am 30. April und den zweiten Lass-mal-reden-Feiertag am 1. Mai. Das heißt, Weihnachten wird ab nächsten Jahr dann verschoben. Ist dann schon ein bisschen früher, also. Ich hatte mir großartige Namen überlegt, aber hast mich ja nicht zu Wort kommen lassen bei der Begrüßung, ja? Ich wollte sagen, hier ist Andi Glocken und Christmas. Du guckst mir auf die Lippen. Nee. Doch, du, diesmal guckst du mir auf die Lippen. Du starrst mich an. Du bist wunderschön. Schicken Pullover hast du an. Danke. Habe ich mich extra schick gemacht hier. Hast du? Ja. Und bei dir? Wer hat dir den gestrickt? Oma? Deine Mutter. Ja, für mich war es Lass mal reden. Was war es für dich? Dein ja, absolutes Jahreshighlight? Was? Guck mich nicht so an. Also mein absolutes Jahreshighlight war tatsächlich der Moment, und ich weiß noch genau, wo es war, dass wir hier nebeneinander saßen. Und du mir das erste Mal so ein Zeichen gegeben hast, dass du nicht ganz abgeneigt bist. Und ich, für mich ist das Jahreshighlight die schon fast öffentliche Liebe von dir und mir. Oh. Ja, das ist mein Jahreshighlight. Ist doch schön. Hat mir nicht so viel bedeutet insgesamt, muss ich sagen. Mir auch nicht. Aber vielleicht bin ich auch, ich bin manchmal so ein bisschen ironisch, ne? Nee, du bist ein Arsch. Nö. Nö? Nö, ich bin ironisch. Vielleicht manchmal so. Vielleicht hat es mir doch was bedeutet. Aber vielleicht später dazu mehr oder irgendwie sowas. Mal gucken. Mal gucken, wo es hinführt. Erzähl doch mal, Weihnachten. Was hat Weihnachten? Wo feierst du Weihnachten? Weihnachten? Weihnachten feiere ich immer im Kreise meiner Lieben und besinne mich auf. Lachst du, weil du gar keinen hast? Oder warum? Ich feiere mit Peter und Gabi. Ja, schön. Immer alleine, schön zu Hause. Nee, ich feiere wirklich mit der Family und so, meiner Schwester und den Kindern. Und ja, ist immer ganz, ganz ruhig und schicki. Und um 6 kommt dann der Weihnachtsmann. Ja. Der klopft dann immer an der Tür und macht dann Rabatz und so. Komischerweise dürfen wir ihm nie Hallo sagen, müssen immer im Zimmer sitzen. Ja. Aber der macht draußen so viel Lärm. Oh, ich bin jetzt da und jetzt bringe ich die Geschenke. Und so. Ist voll schön, Mann. Wenn du bei uns bei Weihnachten wärst und nicht unter der Brücke, dann würdest du das auch zu schätzen wissen. Ja, glaube ich. Wie ist es bei dir? Ja, hast du schon gesagt. Glaubst du an Weihnachten? Also ich glaube an Weihnachten tatsächlich. Ja. Bei mir ist es auch so. Also ich verbringe auch dieses Weihnachten erneut bei meiner Familie. Ist aber auch schön, weil meine Schwester ist ein bisschen älter als ich und meine Schwester hat zwei kleine Kinder. Also einer ist gar nicht mehr so klein, ist 11. Ist doch schon noch klein. Das kleine Mädchen ist 6. Und mit Kindern ist immer am schönsten. Also Weihnachten stimmt, ist tatsächlich, ne? Familie. Und was, worauf freust du dich am Weihnachten am meisten? Auf Geschenke, familiäre Zusammensein oder? Aufs Fressen. Danke, ebenso. Okay, was gibt's mal bei euch? Alles. Alles. Also, nee, achso, du meinst richtiges Essen? Oder ich war jetzt schon so. Mein erster Gedanke ist auf die Marzipankartoffeln gegangen. Echt? Esse ich gerne. Die fand ich als Kind so, total geil. Ist jetzt so aber nicht mehr so. Nicht drücken, mehr so. Drücken. Ja. Marzipankartoffeln drücken und ins Maul reindrücken. Kennst du die Gummitierchen, wo so weiße Flüssigkeit drin ist, so ein Schaumstoff? Die kannst du an manchen Stellen aufdrücken. Habe ich auch eins davon. Die kannst du an manchen Stellen aufdrücken und dann kommt das Weiße da rausgeploppt. Das ist so, als wenn du Pickel ausdrückst. Das ist so geil. Aber was gibt's zu Weihnachten? Bei uns gibt's immer Ente. Oh, ich weiß, ich hab so Bock auf Ente. Ente. Doch, also Gans bei uns oder auch. Ente? Ich weiß gar nicht, ist dasselbe. Ich glaube nicht. Ja. Mit doch. Klöße und Rotkohl. Oh,
ist das geil. Und wie viele Klöße isst du so ein, damit das ja, sich im Rahmen hält? Ja, genau. Also ich teile mir mit meiner Schwester ein Kloß. Ja. Und dann gehe ich danach 2 Stunden joggen. Mhm. Und dann gehe ich ins Bett, damit ich wieder regeneriert bin, um nächsten Tag vielleicht einen ganzen Kloß zu essen. Ich habe überhaupt gar keine Gnade an Weihnachten. Ja, das ist ganz schlimm. Scheißegal. Also ein Kloß passt bei mir komplett in den Mund rein. So. Okay, Challenge nächstes Jahr. Wie viele Klöße passen denn an diesen Mund? Weißt du, was ich mir jedes Jahr vor Weihnachten sage? Nee. Okay, Weihnachten wirst du wieder so viel essen. Das heißt, du nimmst jetzt noch 2-3 Kilo vorher ab, damit du Weihnachten diese 2-3 Kilo wieder zunehmen kannst. Und dann bist... Es ist der Horror. Es eskaliert Weihnachten jedes Mal wieder bei mir. Und ich weiß dann, dass ich dann auch schön zum Neujahr mit den ganzen dicken, jetzt habe ich aber neue Motivation fürs neue Jahr und jetzt habe ich neue Vorsätze und dann mit den ganzen dicken die ersten 2 Wochen, die dann wieder aufhören, bin ich dann im Fitnessstudio. Das ist das Schlimme. Ich traue mich die ersten 2 Wochen im neuen Jahr gar nicht ins Fitnesscenter zu gehen, weil ich mich so schäme. Genau dann kannst du ins Fitnessstudio gehen. Hast du Jahresvorsätze fürs nächste Jahr schon? Nee, hatte ich irgendwie noch nie. Bist du so jemand? Wir sind jetzt auch schon bei Silvester, oder? Oder hat man nicht schon zu Weihnachten? Weihnachten ist durch, so. Weihnachten ist vorbei. Leute, das war's. Die X-Mix-Folge. Ja. Nee, Vorsätze, hat man immer mal irgendwie. Aber ich habe tatsächlich dieses Jahr mal wirklich einen. Echt? Also ich muss jetzt wirklich mal, ich muss das irgendwie schaffen. Einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu machen? Das auf jeden Fall. Aber da muss ich dann noch den zweiten Vorsatz machen, einen vernünftigen Partner finden für YouTube. Oh ja, das geht mir genauso. Und nee, ich muss das irgendwie mal schaffen, abzunehmen, sodass ich mich wohlfühle und das mal wirklich eine Weile zu halten, die Scheiße. Das ist Quatsch, Alter. Du siehst voll gut aus. Ach, hör auf. Du bist wunderschön. Wie gut sehe ich aus? Sehr wunderschön. Auf einer Skala von 1 bis 10, 11. Wirklich? Wirklich. Wirklich. Verdammte Scheiße, heute fick ich dich. Warst du dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Wenn ja, was ist das Lieblingsessen auf dem Weihnachtsmarkt? Auf dem Weihnachtsmarkt? Kandierte Kirschen. Die guten kandierten Kirschen. Nee, kandierte Weitrauben natürlich. Das wirklich, ist mein absolutes Favorite. Aber wirklich kandiert, also mit diesem roten Zuckergussglasur. Nee, ich sag kandiert, weil ich normale Weintrauben meine. Ach, wow. Natürlich kandierte. Naja, bei mir ist es so, ich finde Erdbeeren geil, aber mit weißer Schokolade drumherum. Und das ist ja nicht kandiert, habe ich gehört. Das ist weißer Schokolade drauf, genau. Mandeln gehen immer. Mandeln gehen immer. Bratwurst geht immer. Kostet eine inzwischen 5 Euro? Also eine einzige Mandel? Eine einzige kostet 5 Euro. Ja, ja. Kannst aber auch einen Pack von 5 nehmen, die kosten dann 50. Ja, das ist ein riesen Angebot. Ja. Was ist denn da los mit den Preisen? Germknödel? Nee. Nee? Nee. Mit Vanillesoße? Ach, diesen Quatsch, ja, nee. Nee, den mache ich nicht. Mag ich nicht so. Also, okay, was denn noch? Hau mal raus. Ich finde... Krepes mit so... guten alten Krepes. Mit Kinderschokolade oder sowas. Finde ich, hat nichts so, mit Weihnachten zu tun. Ist so ein bisschen Eierkuchen, ne? Aber genau. Dann machst du einfach Zimt drauf, dann ist alles Weihnachten. Das stimmt. Kannst eigentlich auch Pommes mit Zimt. Lecker. Ja. Wunderbar. Lecker. Mit Vanillesoße. Penis mit Zimt. Lecker. Hast du schon mal Pommes in Vanillesoße reingetunkt? Oh, hast du schon mal... Ist Hammer. Hast du schon mal Pommes in Vanilleeis reingetunkt? Ohne Scheiß, es ist richtig geil, es ist richtig gut. Junge, ich habe das erfunden. Oh, Junge. Junge. Lieblingslied zu Weihnachten. Habe ich ausgedruckt. Und singe ich jetzt vor, komplett. Okay. Soll ich rausgehen? Nö, kannst drinnen bleiben. Okay. Die Weihnachtsfreude. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welche Wonne, welches Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Das ist mein absolutes Favorite-Lieblings-Weihnachtslied, muss ich sagen. Hast du gut gesungen? Danke. Richtig gut. Ja. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben. Danke. Der ist mein absolutes Lieblingsweihnachtslied. Und deins? Merkt man das, dass ich das richtig gut finde, das Lied? Nee. Ist richtig gut. Ach so, du meinst, also okay, muss ich jetzt mit einem alten Weihnachtslied antworten oder kann es auch was Modernes sein? Ansonsten. Ich erlaube dir beides. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Das finde ich großartig. Ja. Wenn es alt ist. In der ansonsten beginnt ja... Ansonsten beginnt mein Weihnachten jedes Jahr mit Justin Biebers Mistletoe. It's the most beautiful time of the year. Ich finde es richtig gut. Das ist das krasseste Ohrwurm ever. Das ist der Hammer. With you, shorty with you. Vor allem ist es schlimm, wenn du dann irgendwie im Mai dann irgendwie in deiner Playlist das dann auf einmal kommt und du denkst, hörst dann im Mai irgendwie. Läufst im Sommer halt durch Mistletoe. Saugeil. Aber das Schönste, und das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn nicht, sage ich es jetzt. The power of love. Ist das ein Weihnachtslied?
A voice from above, cleaning my soul. Ah, ist so schön. Es ist ein Weihnachtslied. Wenn du das Musikvideo anguckst, geht es um die Geschichte von dem Baby Jesus. An der Stelle und an welcher sonst muss man jetzt auch mal sagen, Jesus, danke, Weihnachten ist für mich eine richtig geile Zeit. Ja, Happy Birthday, Jesus. Happy Birthday to me, Happy Birthday to me. Weihnachten ist ja auch immer so die Zeit der Besinnung, ne? Besinnst du dich auch an Weihnachten? Sagst du das auch immer so? Ich besinne mich jetzt so und denkst so ein bisschen darüber nach, was passiert ist im Jahr. Ja. Genau. Ich wechsle von Heroin zu Gras und dann bin ich straight. Ganz besinnt und ganz ruhig. Hattest du eine Lieblingsfolge in der zweiten Staffel von Lass mal reden? Ich fand das ganz gut, wo ich das Intro allein gemacht habe. Die fand ich auch richtig gut, da musste ich nicht so viel machen. Genau, dann wo ich mich im Intro geklont habe, fand ich ganz gut. Ansonsten, oh, jetzt mal im Ernst, oh, Lieblingsfolge, da muss ich jetzt, glaube ich, mal so einen Schnitt reinmachen, damit ich überlegen kann. Ja, ohne drüber nachzudenken, sage ich sofort, die Basketballfolge fand ich gut. Die zweite, die Revanche? Nee, die Revanche fand ich doof, weil du da beschissen hast. Was? Ja, ich fand, Basketball hat mir gefallen, weil es, glaube ich, nach Rent das erste Mal war, wo wir wirklich draußen waren. Ja, stimmt, es hat Spaß gemacht. Und es war geiles Wetter, es war Sommer und Basketball ist sowieso geil, mit dir ist sowieso alles geil. Also ich würde sagen, die Basketballfolge. Und bei dir? Ich finde jede Folge toll. Nee, ich finde wirklich fast jede Folge, eigentlich jede Folge. Wir sind aber auch gut. Halloween hat mir Spaß gemacht. Oh, Halloween war auch geil. Ja. Stimmt, Halloween-Folge war auch geil. Ja, vor allem, dass du dann wirklich Angst gekriegt hast zum Ende. Das fand ich nicht schlecht. Das soll ich nicht sagen, oder? Nee. Also, gut, okay. Schneid raus. Muss ich mir nur merken, dass ich an dieser Stelle wirklich rausschneide. Ja, warte, ich mache dieses Scheren-Symbol, dann siehst du das so. Findest du Weihnachten eher ätzend mit den ganzen Geschenke kaufen oder ist es schön? Weil Weihnachten, wann fängt bei dir Geschenke an? Kaufen ist ätzend? Du schenkst doch nichts. Komm, ganz ehrlich, du hast noch nie, hast du jemals irgendwem Weihnachten was geschenkt? Ich würde von mir behaupten, dass ich voll der gute Schenker bin. Ja? Ja. Wirklich? Ja, wirklich. Also ich schenke besser, als ich empfange, muss ich sagen. Ja, weil empfangen ist halt immer so, wow. Hast du die Quittung noch? Nee, also schenken. Was schenkst du denn dieses Jahr? Wem? Menschen. Unterschiedlich, muss ich sagen. Ja? Ja, so, ich bin sehr funktioneller Typ. Ich glaube, so Leute, denen was fehlt. Schraubenzieher zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Aber die Leute denken dann auch immer, wenn sie eine Schraube festdrehen, das ist der Schraubenzieher von Andi. Danke, Andi. Ich ziehe jetzt mal die Schraube fest. Was hast du dir? Hast du dir was gewünscht zu Weihnachten? Ich auch nicht was wünschen. Ja. Nee, nur schreibst du keinen Weihnachtswunschzettel? Nee. Du oder was? Nee. An Wolkenkuckucksheim oder wie heißt die Adresse? Ja, an Himmelpforten. Glücksbärchiland 34. Nee, es gibt ja Leute, die so einen Brief schreiben an die Post. Himmelpforten, tralala. Ach, gibt's wirklich eine offizielle Adresse? Ja, natürlich. Quatsch. Doch. Wirklich? Schreiben voll viele Kinder hin und so. Die werden sogar beantwortet von der Post. Nein. Doch, und dann gibt es irgendwie so auch so Organisationen, die dann den Leuten auch was schenken. Deswegen schreiben wir jetzt beide einen Brief an Himmelpforten 123. Ich wünsche mir 1 Million YouTube-Abonnenten. Und du? Ich wünsche mir 1 Million Likes auf dem Video hier. Und 500 Pinguin-Babys. Wann Weihnachten für mich anfängt, hast du mich gerade gefragt. Habe ich? Ja. Okay. Also ich muss sagen, ich bin auch so einer, muss ich leider gestehen, der auch mal am 24. nochmal losgegangen ist, um was zu kaufen. Aber voll entspannt. Also nicht so wie El Bandi oder so, der noch irgendwie was Schlimmes kaufen wollte, sondern... Das ist übrigens eine alte Sitcom aus den 90ern, liebe Kinder. Ich hasse Weihnachten. Das Einkaufszentrum ist voller Frauen und Kinder. Ich will das. Kauf mir dies. Ich brauche unbedingt das. Und dann diese Kinder. Ja, ich bin jemand, der da noch losrennt und ein bisschen was einkauft und so, aber ich glaube dann, wenn dann wirklich die Geschäfte zu sind, dann ist so, dass ich sage, jetzt muss ich mir auch keine Gedanken mehr machen, ob ich irgendwas noch vergessen habe, jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern und dann geht für mich so die Weihnachtszeit los und die ersten beiden Weihnachtsfeiertage sind dann auch richtig Chili McDilly. Kleiner TV-Tipp für uns Freunde da draußen und vor allem auch für dich, 25. Dezember die Helene Fischer Weihnachtsshow. Glaube ich, gucke ich sogar. Ich auch! Ich würde es, glaube ich, gucken, ja. Twittern wir währenddessen? Nein. Okay. Vielleicht. Doch, wieso nicht? Hast du überhaupt einen Twitter-Kanal? Ja. Sollen wir den mal einblenden? Start. Da musst du aber erst ein Geräusch machen.
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, so wie ich merke, ah, jetzt geht's auf Weihnachten zu, so 1. Dezember oder so nach Totensonntag, macht aber auch da mein... schon? Macht, ja, nach Totensonntag. Oh, geil, dann bist du schon voll in Stimmung. Ich bin voll in Stimmung. Oh. Macht mein Gehirn aber auch schon Schluss, ne? So, oh. Arbeiten und so. Ich bin eigentlich bin ich durch für dieses Jahr. Und deswegen ist es auch schön, dass wir dieses Jahr... Hast du dir auch verdient. Dankeschön. Deswegen finde ich auch schön, dass wir dieses Jahr das Jahr gemeinsam beenden. Mhm. Und mit einer wunderschönen Weihnachtsfolge... Ja. Ja, auch wenn sie vielleicht gar nicht so wunderschön war, weil du gesungen hast, aber wir haben uns zumindest Mühe gegeben. Genauso haben wir uns nämlich auch die letzten Monate Mühe gegeben und ich glaube, ihr habt euch auch ganz viel Mühe gegeben und dafür möchten wir zu dieser besinnlichen Zeit nochmal vielen lieben Dank sagen. Vielen Dank. Also im Ernst, vielen Dank, dass ihr auch bei der zweiten Staffel dabei wart. Vielen Dank für diese ganz vielen Views. Wir haben richtig erfolgreiche Videos dabei gehabt. Ach, die Venus war natürlich... Venus war richtig fett. Für die Likes, fürs Teilen, fürs Abonnieren. Ihr habt euch damit dies Jahr definitiv 2 Kohlenstückchen in eurem Schuh verdient. Unsere Leute kriegen natürlich keine Kohle in die Schuhe gesteckt, denn die liken immer unsere Videos, abonnieren unseren Kanal, aktivieren die Glocke, checken Patreon aus. Die machen alles für uns und deswegen kriegen sie auch immer ganz viel Liebe von uns zurück. Und ich freue mich persönlich auf die nächste Staffel. Wann kommen wir denn wieder? Naja, so irgendwann. Aber wir kommen wieder? Wir kommen immer wieder, keine Frage. Deswegen habt ein tolles Weihnachtsfest, ja. Guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt uns weiterhin treu. Vielen Dank. Habt wunderschöne Weihnachten, kommt gut in das neue Jahr, seid vor allem lieb zueinander und vergesst niemals, shine on. Was krieg ich denn zu Weihnachten von dir? Kohle in die Schuhe. Hab ich noch nie von gehört. Alter. Aber das doch, es gibt doch, es, man kriegt doch so Kohle, aber kennst du, ich glaube in die Schuhe, weiß ich nicht, aber es gibt doch den Knecht Ruprecht, der verteilt Kohle, oder nicht? Hm. Also nicht Geld, sondern Kohle. Ach so. Boah, du bist so blöd. Jetzt hör auf mich zu verarschen. Hast du noch nie gehört? Nee. Wirst du mich vermissen, wenn wir nicht aufnehmen? Ich freue mich so krass gerade. Dass ich weg bin? Nee. Worauf freust du dich? Oder worüber? Weil ich dir jetzt dein Geburtstagsgeschenk gebe und du es hier auspackst. Nein. Doch. In der Nachbesprechung? Natürlich. Bist du bereit? Ich bin gespannt, was du sagst. Ist dein Ernst? Ja. Du hattest ja Geburtstag. Und dann haben wir uns nicht gesehen und dann dachte ich mir, machen wir es heute. Mann, pack aus, mach nicht so lange. Ich... Also A, ohne Scheiß. Ja. Das ist sehr lieb, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, siehst du. Ich krieg's nicht auf. Ich habe ja gesagt, ich bin ein sehr guter Schenker. Und weil du, wenn du dich erinnerst, du hast ja auch... Ich habe ja auch gesagt, dass ich ein Highlight hatte vielleicht dieses Jahr. Naja, ich will nicht so viel verraten. Darf ich es aufreißen? Ja, klar. Also muss vorhin noch sagen, dass ich schon eingepackt habe. Das ist wunderschön eingepackt. Oh Mann, oh, das ist ja... Ein Karton. Ja, weil du keine Kartons hast. Wie krass. Ich krieg ein Geschenk. Bitte. Achso, ich dachte, der Karton ist jetzt fertig. Nein. Ich dachte mir, es gibt kein Foto, ob nur ich gut aussehe. Alles Gute für Geburtstag, Herr Kleder. Oh, es ist schön. Vielen, vielen Dank. Bitte. Schöne Weihnachten!